Wie kommt eigentlich das Bewusstsein in die Zelle? Diese Frage stellte sich nicht nur Burkhard Heim, sondern auch viele andere. Aber Burkhard Heim liefert hierzu immerhin eine experimentell überprüfbare und sogar experimentell bestätigte Voraussage. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt. Und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wir sind an dem Punkt, wo wir mit Bestimmtheit sagen können, Bewusstsein ist kein Epiphänomen der Materie. Im Lebensprozess ist Bewusstsein aber offenbar fest mit der lebenden Materie verbunden. Wir haben in den letzten Videos dieser Reihe uns dieses Modell erarbeitet, mit dem wir immerhin die Organisation dieses ganzen Komplexes verstehen können. Aus einer transzendenten Struktur, dem sogenannten Ilkor, fließen Aktivitätenströme in metaphorischen Kanälen in den Körper hinab oder Aktivitätenströme steigen durch die gleichen Kanäle in den Ilkor hinauf als Sinneswahrnehmung. Diese Aktivitätendynamik, die korreliert unmittelbar mit dem Bewusstsein und ihre Intensität, die korreliert mit dem Bewusstseinsgrad. Diese Aktivitätenkanäle, die hatten wir Telekursyntroklinen genannt. Und wir hatten gesagt, die docken am Körper an. Aber wenn sie am Körper anknüpfen, dann müsste das ja auch eigentlich irgendeine Art von messbarer Wirkung entfalten. So, was könnte das sein? Burkhard Heim näherte sich dieser Frage folgendermaßen. Offensichtlich brauche ich einen Anknüpfungspunkt auf der tiefsten biologischen Ebene, also der Totalität 7, wo unsere biologischen Makromoleküle und DNA organisiert sind. Denn es muss ja die tiefste biologische Ebene mit organisiert sein. Also haben wir diese beiden Möglichkeiten zur Auswahl, DNA und andere Makromoleküle. Ganz offensichtlich handelt es sich aber um einen Steuerungsprozess. Und der kann eigentlich nur aus der DNA kommen, denn da ist ja alle Information molekular kodiert, die wir brauchen, um den Organismus zu betreiben, gewissermaßen. Und an welcher Stelle in der DNA kann nun etwas andocken? Burkhard Heim näherte sich dem aus seinem Wissen heraus über die innere Struktur der Elementarteilchen bzw. der Hermetrieformen. Und seine Schlussfolgerung war, dieser Prozess, der kann nur an Photonenfeldern andocken. Denn nur in Photonenfeldern sind die am Photonenfeld selber, also an der Kondensationsform der B-Hermetrie, hängenden Aktivitäten dominant genug, sodass andere transzendente Aktivitäten daran gewissermaßen andocken können und das auf eine signifikante Weise verändern. Bei den anderen Kondensationsformen geht das nicht. Da sind die A-Terme einfach zu klein oder die energetische Wirkung ist zu schwach bei den geladenen und ungeladenen, massereichen Elementarteilchen. Die Wirkung verschwindet gewissermaßen gegenüber deren Masse. Aber bei Photonen geht das. Und das muss zur Folge haben, also das kann erstmal nur funktionieren, wenn die DNA selber als ein Resonator für solche Photonenfelder funktionieren kann. Und dann müsste dieses Photonenfeld nachweisbar sein, und zwar als Lichtstrahlung, er hat den Bereich vorausgesagt, Bereich von sichtbar bis Infrarot. Und vor allem diese Lichtstrahlung, die müsste kohärent sein, so wie bei einem Laser. Zu Burkhard Heims großer Freude und Überraschung ist das tatsächlich nachgewiesen worden, völlig unabhängig davon, dass er das postuliert hat. Professor Fritz Albert Popp, Professor für Physik damals in Marburg, hatte festgestellt, dass eine schwache Lichtstrahlung aus lebenden Zellen kommt, wohlgemerkt aus lebenden Zellen. Er konnte sauber nachweisen, dass diese Lichtstrahlung kohärent ist, dass sie im Wellenlängenbereich lag, den Heim gefordert hatte, und er konnte sie trennen von anderen lichtproduzierenden Effekten in lebenden Zellen wie Thermolumineszenz. Und diese Lichtstrahlung, die nannte er Biophotonen. Also, ich finde das immer wieder großartig. Denn wir hatten die Massenformel vor 10 Videos irgendwann. Und gut, die ist experimentell, empirisch überprüfbar. Und dann haben wir uns durch all diese vielen Totalitäten gearbeitet und uns mit den unmöglichsten Begriffen dabei rumgeschlagen. Und ich kann es eigentlich wirklich niemandem verübeln, der an dem Punkt irgendwann sagt, das riecht doch alles mehr und mehr nach Spekulation.
Aber dann kommt so eine Stütze. Jede gute Theorie macht Voraussagen über Phänomene, idealerweise ohne diese Phänomene im Voraus zu kennen. Und da haben wir sowas. Also von der Massenformel aus sind wir über eine riesige freitragende Brücke spaziert und zum nächsten Stützpfeiler gelangt, den Biophotonen. Ein paar Worte zu Professor Fritz Albert Popp. Nach seiner Entdeckung hat er es nämlich sehr schwer gehabt. Er hat dieses Phänomen erforscht, ohne irgendwelche Hintergedanken. Er war einfach nur wissenschaftlich neugierig, wie das jeder Wissenschaftler tun sollte. Aber dann wurde er, ohne sein Zutun, ohne sein Wissen oder gar seine Erlaubnis, in einer esoterischen Zeitschrift zitiert. Und dann war es um seinen Ruf geschehen. Über die Schwierigkeiten von Paradigmenwechsel und die Widerstände, gegen die man ankämpfen muss, habe ich ja schon ein anderes Video gemacht. Er hat dann später akzeptiert, dass er in ein Grenzgebiet der Wissenschaft geraten war und das Beste daraus gemacht. Er hatte sein eigenes Institut in Neuss und er war sehr renommiert am Ende. Also nicht in Deutschland wohlgemerkt, aber international hatte er ein hohes Ansehen bei vielen Forschern, die im selben Bereich tätig waren. Natürlich blieb es auch bei ihm nicht aus, ganz ähnlich wie bei Heim, dass in diese Biophotonen aller möglicher, ja, mystischer Schaum hineingedichtet wurde. Ich habe mich in einem anderen Video ja auch schon geäußert zu den Trivialisierungen durch Trittbrettfahrer. Jetzt möchte ich nochmal auf einen bestimmten Aspekt dieses Biophotonenfeldes hinweisen, nämlich seine Kohärenz. Die ist nahezu gigantisch, was die Maßstäbe von Quanteneffekten anbelangt. Sie ist zwar immer noch mikroskopisch, aber sie hat für ein kohärentes Photonenfeld wirklich unglaubliche Ausdehnung. Das braucht uns nicht zu überraschen mit der Heimtheorie, denn natürlich ist das die Folge eines höheren X5-Organisationspotentials, das hier offenbar den Quanteneffekt organisiert. Seit der Entdeckung von Heim und Popp sind nun ja fast 50 Jahre verstrichen, wenn ich darüber nachdenke, einige Zeit. Und in der Zwischenzeit hat man eine ganze Menge mehr herausgefunden in der Forschung über biologische Prozesse, die mittels kohärenten Quantenzuständen funktionieren. Wohlgemerkt nichts so Revolutionäres wie das, was Popp entdeckt hat, immer noch im Rahmen des herrschenden Paradigmas, aber ich meine, ist das interessant. Der britische Mathematiker Roger Penrose, Physiknobelpreis 2020, hat mit einem Kollegen, dem Anästhesisten Stu Tamaroff, eine eigene Hypothese über Bewusstseinsprozesse aufgestellt. Und zwar bringen die beiden sie in Verbindung mit kohärenten Quantenzuständen in den sogenannten Mikrotubuli. Das sind molekulare Röhren, kann man sagen, die das sogenannte Zytoskelett von eukaryotischen Zellen bilden. Diese Röhren stellen nun ganz hervorragende Quantenresonatoren dar. Und aus Beobachtung an der Anästhesieforschung folgerten die beiden, dass das etwas mit dem Bewusstsein zu tun haben könnte. Denn gewisse Anästhetika, die stören diese Quantenprozesse in den Mikrotubuli, und dann schwindet das Bewusstsein nämlich. Es gab, wie gesagt, noch andere Entdeckungen, zum Beispiel von einer Gruppe aus Berkeley. Die haben festgestellt, bei der Photosynthese, da geschieht die Energieübertragung vom lichtaufnehmenden Molekül auf energieverbrauchende Moleküle ebenfalls durch einen kohärenten Quantenprozess. Zwar ein elektronischer Zustand, also kein Photonenfeld, aber auch hier ist Quantenkohärenz mit im Spiel. Und die Transfereffizienz dieses Prozesses liegt bei nahezu 100%. Man könnte diese Liste jetzt noch fortsetzen. Gemeinsam ist all diesen Beobachtungen, dass der Zustand, den man beobachtet, dieser Quantenzustand, dass der überraschend weit jenseits der thermodynamisch berechneten Wahrscheinlichkeit ist. Und diese Befunde können wir jetzt in die Heimtheorie einfügen. Natürlich ist immer, wenn ein Organisationspotenzial wirkt, die Organisation der Materie erhöht, auch die der Quantenzustände. Und jetzt könnte man aber noch eine Hypothese einführen, was diesen Bewusstseinsprozess anbelangt. Was wäre denn, wenn die Telekosyntroklinen mehrere mögliche Andockpunkte haben in der biologischen Materie? Die DNA ist mit Sicherheit einer. Was, wenn aber der zweite die Mikrotubuli wären? Wir erinnern uns, Mikrotubuli treten bei eukaryotischen Zellen auf, das heißt ab einem biologischen Organisationsniveau der Totalität 11.
Und die Totalität 11 war für Burkertheim das Niveau, an dem sich die Telekosyntrokline der biologischen Letzteinheiten zum ersten Mal spaltet von 1 in 2. Und wenn Mikrotubuli etwas mit Bewusstseinsprozessen zu tun haben, dann könnten die Mikrotubuli der Anknüpfungspunkt der zweiten Syntrokline sein. Das ist jetzt aber nicht Heims Hypothese, das ist, was ich persönlich jetzt postulieren würde, aufgrund dieser Erkenntnisse, die man in letzter Zeit gewonnen hat. Ausdrücklich sind nach Heim diese Quantenzustände aber natürlich nicht die Ursache von Bewusstsein. Die Ursache von Bewusstsein ist immer eine Aktivitätendynamik. Und die kohärenten Quantenzustände, deren Ursache ist eben diese Aktivitätendynamik in Form von höheren Organisationspotenzialen, die in die Materie kommen. Die Quantenkohärenz ist also nur ein sekundärer Effekt. Übrigens, ich finde das immer wieder lustig, wenn solche Entdeckungen oder auch nur Hypothesen von solchen renommierten Leuten wie Penrose gemacht werden, wie schnell dann die populärwissenschaftlichen Zeitschriften vorpreschen und also in die Welt posaunen, wir sind jetzt schon so nah den neuen Quantencomputern und dem Bewusstsein und so weiter. Also, wenn man sich mal vor Augen führt, wie komplex, effizient und geordnet der Lebensprozess abläuft, der immerhin geeignet ist, Bewusstsein zu tragen, dann finde ich es doch ziemlich anmaßend, dass man meint, man könne das jetzt allzu schnell technologisch nachbauen. Es kann ja sein, ich kann es nicht ausschließen, dass wir irgendwann in der Lage sind, lebendige, bewusste Computer zu bauen. Aber bis wir dahin kommen, müssen wir erstmal verstehen, wie wir selbst, der Prototyp, überhaupt funktioniert. Bis dahin dürfte es noch ein weiter Weg sein und wenn man ihn beschreitet, wird man feststellen, er hat sechs Dimensionen und ist farbig.